Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS19 auf der Ameisenfarm. Einen schönen Mittwoch wünsche ich euch. Ja, der Kartoffelleger ist angekommen auf Feld 18. Damit bekommt er jetzt einen Kurs. 18. Muss normal reichen. So wenig Überlappung und Start. Passt. Was fängst du dann hier an? Und los geht's. Also, wo war das? Die Funktion schaltet man natürlich aus. Feld 18 sehen 6 Meter. Passt. So, was ist sonst noch? Hier haben wir ein paar Fans herumstellen. Der MP-Truck ist am Ballen pressen. Ach so, hier die Streithähne. Mann. Wie kommen wir hier wieder raus? Oh, ja. Geht. So. Wer bist du? Du fährst auf der rechten Seite. Das müssen wir weiter ausholen. So. Du willst dann anscheinend hier rechts weiterfahren. Ja, dann würde ich sagen, mach mal. Passt. Wo ist der andere? Wer ist das? Achso, das ist unser Abfahrer. Hier ist der zweite. Er hatte so gut wie kein Düngemittel mehr. Oder Herbizid in dem Fall. Dann machst du dir das mal an. Weit kommst du eh nicht. So, dann zusammenklappen. Ist halt die Frage. Die Mission zu 93% abgeschlossen. Der andere hat noch 190 Liter, ja. Den können wir schon mal zurückschicken. Weg mit dem Kurs und du fährst nach Hause. So, das meiste haben sie eh gemacht. 94 wird sich vermutlich nicht ausgehen, aber. Mindest nach Hause, oder? Jupp. Passt. Dann schauen wir weiter. Die Spitze, dann war der Kartoffelseher oder Kartoffelleger. Der Pflüger ist unterwegs und die Ballenpressmission. Ja, der Pflüger hat noch einiges vor sich. Der Seher, der Kartoffelleger auch. Und da oben unser neues Feld. Wird fleißig abgedroschen. Passt. Ja. So, wo ist unser... Der. Wie viel war da noch? 5%. Lassen. Dann klappt mal zusammen und ja, fährst einfach nochmal zum Hof. Hof, 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 Hof. Ja, dann füllen wir einmal die Spritze noch etwas auf und dann sollte das auch gehen.
erledigt sein. Ja. Ein wenig niedrige FPS hier. Das merkt man so. Fahren wir los. Euch beiden. Ja, macht er schon. So, der gute Steier kann jetzt seine zwei Tanks abstellen. So, einer steht hier und der andere nebenan. So. Ja, passt. Dann könntest du dir eigentlich den Überladewagen schnappen. Der Kartoffelleger benötigt mit ziemlicher Sicherheit auch etwas Saatgut. Und eventuell ist hier auch noch was drinnen. Mal schauen. Ja. Ja, viel nicht, aber wir können ja zukaufen hier. So, da kommt er auch schon. Der andere. Ja, ja. So, stopp. Einfach mal ein bisschen auffüllen und du musst dann wieder zurück zum Feld 46. Passt. Mit dir fühlst du dich nicht angesprochen? Doch. So, und du fährst dann zu Feld 18. Mal schauen, wie weit der Kartoffelleger dann kommt. Er hat jetzt schon 8% und hat 20% Saatgut verbraucht. Also kommt er mit einem 20, 40, 60, 80, 100. Fünffache Menge. 5 mal 8 ist. So, ja. 40. Dann solltest du nicht allzu oft auffüllen müssen. 40, 80. Einmal voll machen und dann noch ein bisschen. Ja. Aber wir haben es ja. So, dann, wie schaut es jetzt mittlerweile mit unseren Grasfeldern aus? Ist da schon was weitergegangen? Immer noch nicht. Na, man kann nicht alles haben. So, der hat jetzt schon ein paar Bällchen. Dann, da wir sonst, ist eigentlich alles am Laufen. Dann können wir hier schauen. Ja, wir haben da Feld 9 oder 19. Feld 19. Was war das? Feld 66, also nicht interessant. 65 auch nicht. Ballenpress-Geschichte ist im Moment nicht interessant. Ah ja, wir wollten ja die Gruberei loslegen. So, dann nehmen wir natürlich den schönen 1050er mit den riesen Gruber. So, ausleihen. Das war Feld 50. Und dann haben wir hier 4, 41 und 56. Akzeptieren. Akzeptieren. Und akzeptieren. So, dann. Ja, springt doch an.
So, der schnappt sich jetzt das Teil. So. Macht schon was her. So, Feld 4 ist ja gleich hier um die Ecke. Aber damit wir immer den gleichen Startpunkt haben, fährst du mal zu Feld 4. Ja. Oh, ja, wird schon werden. So, und dann... Die Kartoffelgeschichte kann ruhig nebenbei laufen. Geräte ausleihen. 19 zum Depot. Oder Depot. So. Das ist jetzt nicht gerade der Kartoffelroder meiner Wahl, aber solange es nicht kostet. So, Feld 19. Passt. Und du bist dann ein Abfahrer. 19. Zum Depot. So, hört man das auch schon. So, schnapp jetzt mal hier den Auflieger. Ja, das ist nicht einmal der große Auflieger, sondern nur der kleinere. Naja. So, und der Ernte ist schon angekommen. Kein Wunder, es ist ja nicht allzu weit. So, wo hast du jetzt? Aufklappen. So, du willst nach rechts mal aufladen. Abladen. Ja. Dann fängst du einfach mal hier an. Hätte ich gesagt. Oder? Nee. Start einfach hier durch. Er wird sich so frei ernten. So, mach's einfach mal. Hier starten wir den Kurs. Generierung 19 und sehr viele Vorgewände. 3 Meter 20 Vorgewände. Jupp. 1%, 3,2 Meter. Ja. Ja. Jetzt wird zwar bei den Ecken immer also einiges stehen bleiben, aber besser so als erster Wegpunkt. Feld 19. Kartoffel. Roden 3,2 Meter. So, und damit läuft das. Und du? Ja, stell dich einfach mal hier rein und dann schauen wir, ob du das alles schaffst. Ich habe vollstes Vertrauen. So, dann geht's weiter. Hier Bällchen. Der kann wieder zurück. So, denn unseren LKW müssen wir auch mal nachschauen. Der könnte schon wieder voll sein mit den Silagebällchen. Hm, nein, hat sogar noch ein paar Platz. Löscher, der macht das. Der macht das auch gut. Lässt zwar einige stehen, aber naja. Der macht das auch. Und der ist auch angekommen. Dann stellen wir den noch ein. Ja. Klapp mal auf den Hobel.
So. Und dann Feld 4 war das. Mach mal dreimal Vorgewende weich. 2%. Bei den Ecken wird es zwar wild komisch werden, aber naja. So. Erster Wegpunkt und passt. Feld 4. Gruben. 18,2 Meter waren das. Ja, und dann düst er schon los. Aha. Die Ecke ist dann doch etwas zu eng hier. Oh. So ein langes Gerät hier. Jetzt habe ich ausgeschaltet. Ah, und jetzt kommt. Mann, jetzt kommt der auch noch. Du sollst doch nicht hierher kommen jetzt. Läufst du jetzt? Achso, der ist voll. Deswegen. Deswegen schaltet er nicht ein. Ja, dann sagt das doch gleich. So, stellen wir den hier so her. Falsche Richtung, hier tappen wir weiter. Jetzt aber. So, und dann startest du schon wieder durch. Und diesmal sollte es keine Probleme geben. So. Und du bist dann auch wieder live dabei, hätte ich gesagt. Ja, einfach hier. Und damit würde ich sagen, soll es das nach dieser Hektik gewesen sein. Schaltet morgen zur neuen Folge wieder ein. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao.